sprechen über die Utopie und den Alltag, weil wir glauben als offene Gesellschaft, dass wir auch hier insbesondere auf den Festivals die Möglichkeit haben, Menschen zu treffen, die ja, nicht nur offen einerseits sind, sondern auch neben dem Alltag unter der Woche am Wochenende die Utopie leben können und darüber auch abstrakt mit uns die Reise im Geiste unternehmen können und einfach mal andere Welten zu erforschen. Das, was von ihrem Mythos bleibt, warum zudecken, so ist frei, gemütlich, leicht, richtig warm und ich spür gar keine Müdigkeit. Ich bin der Schlags, das sehr wahrnehmen, dass halt der Journalismus, der Hip-Hop-Journalismus sehr, sehr schwach ist. Rap mit, ihr habt Sexismus nicht erfunden, ihr habt ihn etabliert. Ja, der ist von Lena, aber stehe ich auch hinter. Weil es ja auch immer darum geht, dass die Rapper, die sind ja jetzt nicht der Ursprung des Sexismus. Stimmt, wir leben in einer sexistischen Gesellschaft. Hallo zusammen erstmal von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid, trotz des Regens. Nach der Gründung der Initiative hat der Ali ein tolles Buch geschrieben. Die Sprache der Menschlichkeit braucht mehr Menschlichkeit als Sprache. Ich würde mir wünschen, dass es viel mehr so Leute gibt, die einfach Dinge auch anpacken, ne? Die halt einfach Probleme sehen. Dass in der Mehrheitsgesellschaft halt irgendwie auch echt gar nicht so ankommt, dass es das halt irgendwie längst auch gibt und dass man da irgendwie, dass da alle drauf zugreifen können. Und dass es auch ganz viele Themen und Schwierigkeiten, aber auch so viele Potenziale gibt, irgendwie, die so ein bisschen untergehen. Ich finde, du hast es ganz besonders toll halt auch mit deiner Initiative gemacht. Vielen Dank, dass du dabei bist. Als jemand, der wirklich betroffen ist, der hierher kam und sich integrieren musste, muss ich dir ehrlich sagen, bin ich sehr dankbar, weil du bist einheimisch, du müsstest das nicht machen, du hast trotzdem, genau wie der Herr hier und wie die meisten, ihr habt Mitgefühl für zugewanderte Menschen und die Einwanderer können das oft nicht artikulieren und vielleicht haben sie auch eine andere Sprache, aber ich möchte das einmal deutlich aussprechen. Großen Dank für euer Engagement, für eure Mühe, dass ihr euch für eure Mitmenschen unabhängig von Nationalität, Religion oder Herkunft einsetzt. Vielen Dank. Nur bei mir ist es immer eine Gratwanderung. Ich mache etwas, weil ich davon überzeugt bin. Also Gutmenschen sind nicht sexy genug. Man kann für die Quote hier und da mal was über Gutmenschen machen. Was für ein bescheuertes Wort. Fand ich gut, wie du hier jetzt den umgemünzt hast, wie Gutmenschen gesagt hast. Der gute Mensch von See zu haben. Das ist in Deutschland ein Schmähbegriff, ne? So wie Opfer ja auch. Das begreift nicht in der Jugendsprache, ist Opfer. Da kann man nochmal nachtreten. Ja? Was ursprünglich im christlichen Zusammenhang eine tiefe Zuwendung dem gegenüber dem Unrecht geschieht. Ich kann mich gut mit dem identifizieren, was Günther Wallraff gerade gesagt hat. Wenn ich dann sehe, wie Deutschland von außen betrachtet wird, verteidige ich wahnsinnig viele Dinge, die ich hier im Land immer kritisieren würde. Ich wandere also so zwischen den Welten nicht. Ich bin sehr deutsch oder noch oft sehr deutsch in meinem Wesen, wenn ich in Neuseeland bin und komme mich dann hier hin, dann merke ich immer, was mich hier befremdet. Und ich muss trotzdem einmal ganz, gar nicht provozieren Zwischenfragen, aber wird Ihnen manchmal vorgeworfen, dass Sie ein Helfer-Syndrom haben? Ja, ich glaube, wir haben zu wenig Helfersyndrom in der Gesellschaft. Wir brauchen mehr Helfer. Und dadurch, dass du, der Böll war ja, der Böll, der mir ja sehr, der mir sehr beigestanden hat, auch als ich mit Prozessen und so weiter belangt wurde, belästigt wurde, der Böll hat das drunter gelitten. Den hat man zum Gewissen der Nation gemacht. Ja. Da habe ich immer gesagt, oder er selbst auch, was muss das für eine gewissenlose Gesellschaft sein, die es nötig hat, einem Einzelnen das alles aufzubürden. Und so sage ich, das Helfersyndrom entsteht doch bei einigen Menschen. Mit wie viele haben wir mit Helfersyndrom? Die ganzen freiwilligen Helfer, die ganze Flüchtlingsankommenden wären doch alle völlig verelendigt. Unsere Regierung hat es doch nicht geschafft. Hätten wir nicht die ganzen vielen Helferlein, die mit dem Helfersyndrom, was wäre das für eine Gesellschaft?